willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Gott, sehe ich aus wie Dude. Ich möchte euch heute einen Smoky Golden Eye mit roten Lippen. Und zwar würde ich gerne mal diesen Melted Matte von Too Faced mal richtig austesten. Und ich möchte einen Christmas Drama Look erfinden. Und zwar mit dieser ganz tollen Value Makers Palette, wo ich euch gesagt habe, dass es eine Dupe Palette zu der, also eine Fake Dupe Palette ist, zu der Jaclyn Hill Palette. Ich würde gerne mal diese ganzen dunklen Töne austesten und auch vor allem gern dieses und dieses Gold, den goldenen Ton mal austesten. Hast du Bock auf einen Drama Christmas Look? Dann bleib einfach dran. Und bist du ganz neu auf meinem Kanal, würde ich mich freuen, wenn du mir folgen würdest. Sprich, abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke. Und ich bin eigentlich recht viel unterwegs, was Make-up-Tutorials angeht. Bin auch super offen für Inspirationen von euch, wenn ihr irgendwelche Lusteinfälle habt, was für Looks ihr gerne mal hättet oder so, oder welche Farbrange. Dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Aber nicht mehr schnacke, Make-up-Draw mache! Thank you.
Lieben, und das ist der fertige Look. Ich finde Wimpern immer cooler. Sie sehen unfassbar gut aus. Ich benutze die Kiss Wimpern. Und zwar in Sultry. Das sind halt ziemlich dramatische Wimpern, aber ich muss sagen, die machen halt auch echt was aus. Also, ich habe, um euch halt ein bisschen zu erklären, was für Produkte ich jetzt noch verwendet habe, wie gesagt, hier in dem Make-up-Tutorial, was ich hoffe, was euch sehr viel Freude gemacht hat. Und vor allem auch der Look. Ich finde halt zum also der Goldton super performt, super geil. Ich habe angefangen mit einem bräunlichen Ton, immer weiter aufgebaut bis ins Schwarz. Und habe dann, wie gesagt, mein Gesicht gebronzt, Wimpern aufgeklebt, einen ganz, ganz dünnen Eyelinerstrich gezogen, weil ich die Wimpern, wenn ich die aufklebe, ich die nicht so gerne möchte, dass die in Kontakt treten mit meinem Eyeshadow, weil falls ich mich mal depositioniere mit den Wimpern, habe ich immer das Problem, dass ich dann die Dinger wieder runterreißen muss. Und dann hängt der Eyeshadow-Look dran und das sieht dann immer nicht so gut aus. Der Liquid Lipstick von Too Faced ist wunderschön, ist ein Classic Red, ist in der Farbe... Wer ist denn die Farbe? Lady Balls, ja. Ist auch eine sehr, sehr bekannte Farbe. Könnt ihr beziehen bei, ich glaube, bei, wo habe ich denn das gekauft? Ah, beim Douglas habe ich das gekauft, weil da gab es auch ein paar zur Auswahl und da waren eigentlich nur so zwei, drei Farben. Aber der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich muss sagen, die Palette hat sehr gut performt, sehr gut blendbare Töne drin. Auch der, in dem Make-up-Tutorial habt ihr auch gesehen, dass hier dieses Gold unfassbar gut aufzutragen war. Ich habe praktisch einfach so einen ganz flachen Lidschattenpinsel, in dem Fall jetzt von Essence genommen, den angesprüht und richtig schön ein Halo-Eye gezaubert. Und ich finde den Look unnormal schön. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, dass man halt nicht so viel Geld ausgeben muss. Wie gesagt, ich finde, gerade bei einem guten Make-up muss zum Beispiel, ich finde meine Lippenprodukte und mein Make-up, zum Beispiel die Foundation an sich und der Bronzing-Puder, der zum Beispiel, das habe ich auch neu entdeckt. Und zwar hatte ich diesen Bouncy Blusher von einer LE bei mir zu Hause. Und zwar ist es der in Hot Punch. Das ist ein Produkt, seht ihr das, was so ganz mussig ist und das ist ein Produkt, da habe ich jetzt schon fast die Pfanne erreicht und zwar ist das eigentlich ein Blush. Das ist ein Mousse-to-Powder-Produkt und ich habe das jetzt damals mal gekauft gehabt. Ich wusste aber nicht recht, was ich damit anfangen sollte, habe aber jetzt wie gesagt damit gebronzt und muss sagen, dass der Effekt sehr, sehr schön ist. Also ihr habt einen sehr schönen aufbaubaren Bronzer, der sich aber sehr, sehr gut verteilen lässt. Ich muss halt sagen, wirklich, diese Lidschatten haben sich so butterweich verarbeiten lassen. Das Tutorial, also ich habe für den Augenlook mit Wimpernkleben vielleicht eine Viertelstunde gebraucht. Wenn es in Zeitraffer läuft, ist natürlich alles wesentlich, wesentlich schneller. Und ich habe halt diese Töne zum Aufbauen benutzt, in der Crease angefangen. Dann gehe ich immer, also im Prinzip könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Hier, sowas wie bei 4 gewinnt ungefähr. So und endet dann bei schwarz. Wenn ihr einmal diese Zeile hochgeht und das ist aber auch zum Beispiel so zu denken, hier, das könnte ein Look sein, das kann ein Look sein. Ihr könnt immer praktisch wie 4 gewinnt zum Beispiel mal schauen. Also wenn ihr den hier, dann immer weiter aufbauen bis in schwarz, kommt der rein theoretisch auch über längere Strecken auf diesen Look. Aber ich finde ihn unnormal schön. Ich hoffe, wie gesagt, die Variation an Make-up gefällt euch. Es ist halt ein sehr dramatischer Look, aber ich muss sagen, an Weihnachten bin ich sehr wohl so geschminkt, weil Weihnachten ist für uns ein sehr glamouröses Fest. Also wir sind auch zu Hause mit Freunden und da bin ich trotzdem geschminkt, muss ich sagen, weil ich muss sagen, die besten Freunde, die ich habe, wissen, dass im Prinzip unter meinem Weihnachtsbaum am besten Pinsel und Make-up liegt. Da bin ich immer zufrieden mit. Und ich hoffe, dieser Look hat euch sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass ihr ihn sehr gut nachvollziehen könnt. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal so eine Art First Impression gewesen. Ich habe den schon ewig, Leute. Ich habe den bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr bei mir oben in meinem Stack drin. Aber weil ich halt von Colourpop so viel dazu bekommen habe, dachte ich mal, ich teste den. Ich muss sagen, auch der klebt auch kein bisschen. Also ihr habt wirklich einen tollen Liquid Lipstick, der, ich denke, sehr langanhaltend ist und auf den Zähnen super klebt, also einwandfrei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr mich ganz neu gesehen habt und euch dieser Look gefällt. Ich bin immer sehr bemüht, jahreszeitgerechte Tutorials zu machen. Das ist jetzt ein Christmas-Look, der möglich ist, aber es werden noch ganz, ganz viele andere folgen. Ich will dann gucken, dass ich auch eine Serie draus mache, dass mittwochs ein Christmas-Make-up-Tutorial immer kommt, dass ihr praktisch Anregungen bekommt, 2-3 Wochen lang, was man eigentlich schminken kann.
Ich werde für alle Typen was dabei haben für Drama, also für richtige Divas unterm Weihnachtsbaum. Und ich werde natürlich auch sehr softe Looks schminken für so einen ganz gemütlichen Tag. Vielleicht ziehe ich auch eines meiner Primark-Plüsch-Pyjamas an, wer weiß. Und ich hoffe, dieses Video gefällt euch und auch alle anderen meine Make-up-Tutorials. Ich verlinke euch mal hier und da noch ein paar neue. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald, ihr Süßen.